Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Finanzierung von Pflegeschulen. Berichterstattung hat hier der Kollege Felix Martin. Herr Kollege, seien Sie so liebenswürdig und erstatten Bericht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD und Freien Demokraten, bei Stimme und Haltung von SPD und DIE LINKE. Ja, vielen Dank, Kollege Martin, für die Berichterstattung. Ich darf die Aussprache eröffnen. Wer will anfangen? Ich darf erteilen, ja, Frau Kollegin Müller-Klepper, wollen Sie anfangen oder Herr Pürsün? Ihr müsst euch einigen. Ich habe fast zeitgleich abgegeben. Bitte schön. Ich kann es auch machen, aber es geht immer weiter. Keine Sorge. Oh ja, Kollege Richter ist auch abgegeben. Ja, ja, alles, ja, nur die Ruhe. Liebe Frau Müller-Klepper, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Entwurf dieses Pflegeschulenfinanzierungsgesetzes ist eine rundum gute Sache. Das meinen nicht nur wir, das sagt unisono die komplette Landschaft der Pflege in Hessen, von den Trägerverbänden über die Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege bis hin zu den kommunalen Spitzenverbänden. Dieses Gesetz ist wichtig und dringend erforderlich, damit die Pflegeausbildung in Hessen weiter auf hohem Niveau möglich ist. Und deshalb haben wir gehandelt. Das Ergebnis wird von den Pflegeakteuren begrüßt, so das Ergebnis der Anhörung. Wir freuen uns über diese Anerkennung und Bewertung. Und jetzt kann es aus unserer Sicht nur eines heißen: Dieses gute Gesetz muss schnell in Kraft treten, damit es seine positive Wirkung entfalten kann in der Pflegeausbildung. Denn qualifiziertes Personal ist das A und O, damit den Pflegebedürftigen eine hochwertige Versorgung und Betreuung zuteil wird. Unsere Pflegeschulen legen hierfür mit den Ausbildungsbetrieben das Fundament. Dafür danken wir. Wir tun alles, dass sie diese Aufgabe gut erfüllen können. Wir stellen den inhaltlichen Rahmen bereit und das nötige Geld. Das war in der Vergangenheit so, als wir die Schulkosten erstattet haben, und das wird nun auch in der generalistischen Pflegeausbildung so sein. Was wir fortsetzen, ist mehr als eine gute Tradition. Es ist eine bewusste politische Entscheidung und Schwerpunktsetzung. Wir investieren kontinuierlich, systematisch in die Pflegeausbildung, damit Auszubildende nicht noch Geld mitbringen müssen, wenn sie sich für diese wichtige Tätigkeit entscheiden, damit die Ausbildung qualitativ gesichert wird, damit die Ausbildungskapazitäten weiter ausgebaut werden und damit letztlich mehr Fachkräfte für die Pflege zur Verfügung stehen. Dieses Engagement war in den letzten 20 Jahren erfolgreich. Die Zahl der Ausbildungsplätze in der Pflege wurde mehr als verdoppelt, von 2.157 auf den Rekordwert von 5.700. Die eingesetzten Landesmittel sind analog gewachsen, von 4,6 Millionen € auf 24,7 Millionen € im laufenden Jahr. Und unser Pflegemonitor spiegelt die Entwicklung. Die Beschäftigung in den hessischen Pflegeeinrichtungen nimmt stetig zu. Doch trotz des Kraftakts fehlen aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen rasant steigenden Zahl der pflegebedürftigen Kräfte vor Ort. Und deshalb setzen wir unsere Anstrengungen fort mit verschiedenen Maßnahmen wie dem Pflegeausbildungsfonds, dem Altenpflegehilfegesetz, das morgen eingebracht wird, und dem Ausbildungspakt, den Herr Minister Klose mit den Verantwortlichen in der Pflege geschlossen hat. Wir wollen, dass mehr Menschen den Pflegeberuf wählen. Wir wollen, dass hierfür die Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden sind bzw. entstehen können. Und dieser Gesetzentwurf leistet dazu einen wichtigen Beitrag.
Das Gesundheitszentrum Odenwald hat es in der Anhörung treffend formuliert, dieses Gesetz begünstigt die Ausweitung der Ausbildungsplätze. Das Gesetz wird dem Anspruch, der im Namen Pflegeschulenfinanzierungsgesetz zum Ausdruck kommt, vollauf gerecht. Der Grundtenor der Anhörung war positiv. Das Gesetz stellt die nachhaltige Finanzierung der bestehenden Pflegeschulen mit ihren unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten sicher, so die Bewertung der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist wichtig, damit die neue generalistische Pflegeausbildung in Hessen erfolgreich umgesetzt und ihr Ziel erreicht werden kann, nämlich eine Aufwertung des Pflegeberufs und mehr Fachkräfte. Das Gesetz ist die dringend notwendige Ergänzung zum Pflegeausbildungsfonds, an dem wir uns angemessen solidarisch beteiligen. In diesem Jahr zahlen wir als Land hier 5,1 Millionen Euro ein. Aus diesem Topf werden den Betrieben und Pflegeschulen die Ausbildungskosten erstattet. Doch dabei werden die Kosten für Mieten und Investitionen für die Schulgebäude leider nicht eingerechnet. Das ist nicht nachvollziehbar und führt zu der Ungerechtigkeit, dass die alten Pflegeschulen auf den Kosten sitzen bleiben. Denn sie haben im Gegensatz zu den Krankenpflegeschulen keine Refinanzierungsmöglichkeit. Hier springen wir ein. Wir geben als Land die Refinanzierungszusage für die Miet- und Investitionskosten und heilen damit den Geburtsfehler des Pflegeberufegesetzes des Bundes. Wir lassen die Schulen nicht im Regen stehen. Wir schließen die Finanzierungslücke und damit erhalten alle die gleiche Finanzausstattung. Niemand wird benachteiligt. Wir haben mit dem Haushalt 2020 vorausschauend die Voraussetzungen geschaffen. 3 Millionen € stehen dieses Jahr bereit. Das Pflegeschulenfinanzierungsgesetz schafft jetzt die Grundlage für die Auszahlung dieser Mittel. Meine Damen und Herren, wir garantieren, dass die Finanzierung der Pflegeausbildung in Hessen auskömmlich ist, dass sie gerecht ist und dass sie sicher ist. Mit dem Gesetz schaffen wir auch die Grundlage für eine Pflegelandesstatistik und zudem sichern und erweitern wir die Sprachförderung als integralen Bestandteil der Pflegeausbildung in Hessen. Was heute selbstverständlich zum Alltag in den alten Pflegeschulen gehört, war vor Jahren bei der Einführung ein innovativer Ansatz, wo Hessen Pionierarbeit geleistet hat. Wir waren Vorreiter beim Gewinnen von Kräften aus dem Ausland. Die Sprachförderung ist hier ein wichtiger Baustein, damit dieses Arbeitskräftepotenzial für die Pflege erschlossen werden kann. So sind dann fehlende Deutschkenntnisse kein Hindernis mehr, um die Ausbildung zu beginnen. Und es wird so die Chance auf einen gelingenden Abschluss verbessert. Dieses Erfolgsmodell wollen wir nun auf die gesamte Pflegeausbildung ausrollen. Das Gesetz schafft, und das ist mir auch wichtig, die Grundlage, dass die derzeitige Pauschale für die Sprachförderung pro Schüler und Stunde von 2,94 Euro angehoben werden kann, was viele Verbände für erforderlich halten. Ich finde, diese Forderung ist nachvollziehbar, und wir nehmen sie ernst. Mit dem Gesetz wird der Minister ermächtigt, durch Verordnung eine Anpassung an die Einkommensentwicklung vorzunehmen. Es kann somit nachjustiert werden, ohne dass das Gesetz geändert werden muss. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Möglichkeit durch die Landesregierung genutzt wird und es zu einer Nachsteuerung in Form einer Erhöhung kommen wird. Summa summarum, mit diesem Gesetz tun wir, wie von allen in der Anhörung anerkannt, Gutes. Wir sichern die gut aufgestellte Pflegeschullandschaft in Hessen. Wir sichern ihre Struktur und ihre Qualität. Wir sorgen für Gleichbehandlung, und wir ermöglichen Weiterentwicklung. Deshalb sollten wir dieses Gesetz umgehend beschließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller-Klepper. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Janky Pürsün.
Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute über ein Gesetz, mit dem wir im Grunde alle einverstanden sind. Die Anhörung im Sozialausschuss hat gezeigt, dass die Betroffenen den Gesetzentwurf grundsätzlich befürworten. Zu der Kritik an der Sprachförderung komme ich aber noch. Ich möchte erst einmal die Gelegenheit nutzen, über die Versäumnisse in der Pflege zu sprechen, die Versäumnisse dieser Hessischen Landesregierung. Corona hat diese noch einmal deutlich zutage gebracht, und das nicht nur in der Pflege. Aber auf die beschränke ich mich einmal, sonst könnte ich hier den ganzen Tag noch stehen. Die Liste ist schließlich lang, werter Herr Staatsminister Klose. Dann ist da das Thema der Testung in Alten- und Pflegeheimen. Nun verkünden Sie, Herr Staatsminister, dass im Frühherbst mit einer Teststudie in Alten- und Pflegeheimen gestartet werde. Im Frühherbst. In ganzen, das Jahr hat er nicht gesagt, genau, vielleicht verrät das gleich, in ganzen 50 Einrichtungen über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen. Tja, was soll man dazu sagen? Von flächendeckenden Reintestungen sind wir wohl noch meilenweit entfernt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um erneut darauf aufmerksam zu machen, dass wir dringend die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern müssen. Wenn wir nicht zügig dafür sorgen, dass sich die Bedingungen in der Pflege verbessern, können wir die Pflegeschulen finanziell noch so sehr aufpolstern. Es wird dann kaum noch jemand Interesse haben, den Job überhaupt zu machen. Wir haben dazu schon konkrete Vorschläge gemacht. Vorschläge zur Aufwertung des Berufs des Pflegers, der Pflegerin. Für uns Freie Demokraten liegt der Dreh- und Angelpunkt in der weiteren Digitalisierung der Pflege. Da sagt einer, ach du Schande, ja, will die Realität nicht zur Kenntnis nehmen. Damit lässt sich nämlich die Arbeitsbelastung reduzieren, sowohl in der Verwaltung als auch tatsächlich körperlich, Stichwort Robotik, auch wenn der Kollege Bocklet sich das nicht vorstellen kann, ist ja fern von der Praxis. Außerdem ließen sich jede Menge Kosten sparen für z.B. Drucker, Tinte, Papier, Botengänge usw. So auch die Umwelt würde sich freuen. Auch das kann der Kollege Bocklet sich anscheinend nicht vorstellen. Wir fordern seit geraumer Zeit, dass die Alten- und Pflegeheime digital besser ausgestattet werden sollen. Am 8. Juni haben die Staatsminister Sinemus und Klose zu einem Fototermin eingeladen, um 10.000 Tablets vorbeizubringen. Diese Aktion hat was von Gönner beschenken Entwicklungsland. Mangels Fortschritt dieser Landesregierung in der Digitalisierung hat das Bild etwas für sich. Aber bitte verraten Sie mir, wie nutzen die Bewohner und Bewohnerinnen die Tablets, wenn im Heim gar kein WLAN zur Verfügung steht? Und nach welchem Schlüssel wurden diese Tablets verteilt? 10 pro Einrichtung, bedarfsorientiert oder nur in die wenigen Heime, in denen es WLAN gibt, dort dann vielleicht 1.000? Und wer erklärt den Bewohnerinnen und Bewohnern überhaupt, wie man die Geräte nutzt? Die Familie, die bis vor Kurzem nicht zu Besuch kommen durfte, oder das sowieso überlastete Pflegepersonal? Es drängt sich leider der Eindruck auf, dass das Ganze nicht mehr als eine öffentlichkeitswirksame Geste war, die Sie nicht zu Ende gedacht haben, werter Herr Staatsminister. Mal wieder nicht zu Ende gedacht. Setzen Sie sich endlich dafür ein, dass die Pflege und auch der öffentliche Gesundheitsdienst im Jahre 2020 ankommen. Und bitte nicht erst in 3 Jahren, sondern sofort. Hier möchte ich wieder die Brücke zu den Pflegeschulen schlagen. Die müssen wir nämlich auch digital ausstatten. Sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden müssen so aufgestellt sein, dass sie in den dann hoffentlich digitalisierten Einrichtungen zurechtkommen. Im Zuge der Pandemie wurde mehrfach gesagt, wie gut das deutsche Gesundheitswesen aufgestellt sei. Im Vergleich mit anderen Staaten sicherlich nicht falsch. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Und dazu brauchen wir nicht nur finanzielle Mittel an der einen oder anderen Stelle. Wir brauchen auch die Innovationskraft und den Mut, es neu zu machen, neu zu denken, auch in der Pflege. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut und wichtig, dass wir heute unter anderem auch darüber sprechen, wie die Sprachförderung ausgestaltet werden kann. Allerdings liegt die Stundenpauschale weiterhin bei 2,94 €. Wie damit der Unterricht finanziert werden soll, haben sich auch die Anzuhörenden im Ausschuss gefragt. Dazu keine Antwort der Regierungsfraktion. Oder vielleicht kommt der Herr Kollege Bocklet noch oder der Staatsminister. Nein, das war nur ein frommer Wunsch, aber keine Antwort, weder im Ausschuss noch hier. Und wir werden es sehen, ob die Antwort heute noch kommt.
Die Landesregierung hat keine Antworten darauf, wie die Sprachförderung auch qualitativ gesichert werden soll. Dieser Betrag von 2,94 € wurde seit 2016 nicht angepasst. Spätestens jetzt wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Leider haben Sie, werter Herr Staatsminister Klose, das wieder übersehen. Sprache ist der Schlüssel zum Miteinander, vor allem in einem Einwanderungsland wie Deutschland. Da müssen wir gut aufgestellt sein. Vom demografischen Wandel möchte ich jetzt nicht anfangen. Aber uns ist allen ist bewusst, hoffentlich allen, uns auf jeden Fall, dass wir künftig eher mehr Pflegekräfte benötigen werden als weniger. Wir haben in den letzten Wochen ordentliche Summen zur Bewältigung der Krise beschlossen. Und da wird wohl noch etwas dazukommen. Für die Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Pflege tauchen vergleichsweise verschwindend geringe Summen auf, lieber Kollege Bocklet. Das spricht Bände. Ja, mit Nachtragshaushalten kann man das ganz gut machen. Warum soll man das Haushaltsrecht? Warum man das Haushaltsrecht des Parlaments dafür aushebeln muss, das kannst du gerne erklären, wenn du dich hier vorne hinstellst. Das, was wichtig ist, dafür habt ihr keine Mittel bereitgestellt. Das kritisieren wir. Es spricht Bände, lieber Kollege Bocklet. Und gleichzeitig überrascht es uns nicht. Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, wie wenig digital die Hessische Landesregierung arbeitet. Leider fehlt Ihnen dann die Vorstellungskraft, wie sehr Digitalisierung das Arbeiten erleichtert, wie effizienzsteigernd es sein kann. Die Pandemie hat gezeigt, dass das Gesundheitswesen eine Priorität sein muss. Nehmen Sie die zahlreichen Anregungen von uns und den Betroffenen auf. Schauen Sie in den digitalisierten Norden und Westen Europas. Gehen Sie es an. Nur so werden wir auch künftig eines der besten Gesundheitssysteme weltweit haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Pürsün. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Volker Richter. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Grundsatz begrüßen wir diesen Gesetzentwurf. Versucht er immerhin, zumindest im Ansatz, die Problemfälle und Problematiken der Pflege zu erfassen und zu lösen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Bemerkenswert ist allerdings, dass in dem vorgelegten Gesetzentwurf ausdrücklich auf die bewährte Sprachförderung eingegangen wird. Mit dieser sollen Bewerberkreise zu einem Berufsabschluss gebracht werden, welche sonst an sprachliche Hemmnisse scheitern könnten. Es wird auch darauf verwiesen, dass aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse Interessenten von einer Ausbildung absehen oder die Ausbildung abbrechen. Zugangsvoraussetzung laut Pflegeberufegesetz Stand 4. Oktober 2019 ist, dass Bewerberinnen und Bewerber über ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache verfügen müssen. Ergänzt wird dies mit dem Hinweis, dass Pflegeschulen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens bestehenden Sprachförderbedarf erheben und durch Nutzung der Fördermöglichkeiten der Hessischen Landesregierung zu ausbildungsintegrierten Sprachförderungen in der Pflegeausbildung die Auszubildenden beim berufsbezogenen Sprachlernen fördern und unterstützen. Trotzdem müssen für die Ausbildung hinreichende Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorhanden sein. Selbstverständlich unterstützen wir alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Hessen dem aktuellen und sich zukünftig verschärften Pflegebedarf quantitativ und qualitativ erfolgreich begegnen kann. Fraglich ist allerdings, inwieweit eine ausbildungsintegrierte Sprachförderung dazu beitragen kann, wenn trotz des bereits bestehenden Angebotes und Verweis darauf hinreichende Grundkenntnisse eine Zugangsvoraussetzung darstellen. Diese Kernaussage im Pflegeberufsgesetz widerspricht der Aussage im Gesetzentwurf, dass der erfolgreiche Abschluss an sprachlichen Hemmnissen scheitern könnte. Deutsche Sprachkenntnisse sind Voraussetzung für jede Ausbildung. Und mit Blick auf den Ausbildungsbericht 2019 bedarf es nicht nur im Bereich der Pflegeausbildung einer Sprachförderung. Es ist ein generelles Problem und für uns nicht einsehbar, warum hessische Pflegeschulen zeitlich, personell und vor allem finanziell hierfür aufkommen sollen, auch wenn sie jetzt mit dem Gesetz die Zuständigkeiten und die Finanzierungsfrage neu verteilen. Es ist vielmehr eine Aufgabe der Schulen und der Agentur für Arbeit,
Schulabgänger und Ausbildungsplatzsuchende so weit vorzubereiten, dass die Aufnahme und erfolgreiche Beendigung einer Ausbildung möglich ist. Sprachförderkurse gibt es an allen hessischen Volkshochschulen und bei privaten Trägern. Die Frage der Umsetzung und Finanzierung ist nicht über die Pflegeschulen zu klären. Das eigentliche Problem, nämlich dass es generell so wenige Plätze an Pflegeschulen gibt, wird weiterhin außen vor gelassen. Die vorhandenen Plätze werden vorrangig an Schulabgänger vergeben, von denen es sich eine Vielzahl im Verlauf der Ausbildung anders überlegt. Bewerber, die sich bewusst für eine Umschulung entscheiden, haben hier das Nachsehen. Anstatt über die Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu sprechen, halten sie sich mit der Finanzierung der Sprachförderung auf. Eine Erklärung könnte sein, dass auch Herr Klose eher auf das Anwerben von ausländischem Personal setzt. Im Kern stehen wir in allen sozialen Bereichen vor den gleichen Problemen. Es hapert an den Finanzierungen, es hapert an Ausbildung und vor allem hapert es an einer langfristigen Bindung der Mitarbeiter in Pflegeberufen, da die Arbeit enorm belastend ist und im Vergleich zu Tätigkeiten in der Industrie eben auch erheblich schlechter bezahlt. Die psychischen Belastungen von Pflegepersonal wird kaum thematisiert, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil der Lebenswirklichkeit von Pflegekräften, und dies kann nur schwerlich über gesetzliche Maßnahmen aufgefangen werden, sehr wohl aber durch ein positiv gestaltetes Umfeld, wozu neben dem Gehalt auch eine Arbeitszeitbelastung steht, die erträglich und damit auch verbindend mit der eigenen Familie stattfindet. All das wird von der Politik gesehen, und die Rahmenbedingungen zu schaffen, um dies zu ermöglichen, ist eine sehr schwere Aufgabe. Dies nehmen wir als Alternative für Deutschland selbstverständlich genauso wahr wie alle anderen Parteien. Es zeigt sich auch in der Corona-Krise, dass die verpflichtende medizinische Versorgung durch Pflegekräfte, z.B. im Altenheim, denn so steht es nun einmal im Pandemieplan des Landes Hessen, nicht sehr gut geleistet werden konnte. Es fehlt an Schutzmaterial für die Pfleger, und so ist es auch die vordringliche Aufgabe in einer Gesetzesvorlage, entsprechende Kontingente pro Pflegekraft in einer Einrichtung vorzuhalten, sodass sachgemäß auch medizinische Leistungen erbracht werden können. Dazu zählt auch die medizinische Fortbildung, um diese Arbeit zu leisten, auch für den Fremd- und Selbstschutz. Dabei darf nicht vergessen werden, dass gerade in Altenheimen im ausreichenden Maße getestet wird, sowohl bei den Pflegekräften als auch bei den zu Pflegenden. Genau das ist Bestandteil dessen, wenn wir davon sprechen, besonders gefährdete Personen zu schützen. Wenn dies überall von der Politik so gefordert wird, dann müssen Sie es bitte auch so umsetzen. Dies gilt für viele andere Bereiche in der Corona-Krise ebenfalls. Hier haben wir noch sehr lange damit zu tun, entsprechende Vorlagen einzuarbeiten und umzusetzen. Denn bei aller Kritik durch uns als Opposition müssen wir auch klarstellen, dass solche Vorgänge Entwicklungen sind, die sich erst in entsprechenden Situationen selbst aufzeigen und man dabei vielleicht zu wenig oder auch zu viel reagiert. Denn es fehlen die Erfahrungswerte, die wir aktuell allerdings in einem durchaus hohen Maße gemacht haben, und diese gilt es einzuarbeiten. Hier müssen Opposition und Regierung in einer engeren Verzahnung zusammenarbeiten, da niemand von uns weiß, welche Epidemien noch auf uns zukommen. Und ja, es mag sich etwas seltsam anhören, aber auch was sogenannte normale Grippeerkrankungen angeht, können wir durch eine verbesserte Hygiene und durch entsprechende Maßnahmen bei der Erkrankung von Patienten und Pflegern mehr erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Richter. – Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Abg. Böhm. Danke sehr, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, jetzt ist mir passiert, dass ich die falsche Rede vorliegen habe. Aber das macht nichts. Ich kann auch einfach so reden. Ne? Wunderbar. Wir haben dieses Gesetz ja länger beraten im Ausschuss, und es gibt eine Reihe an Punkten, die wir kritisiert haben, die wir gesagt haben, dass das nicht den Anforderungen entspricht. Und wir haben das Problem ja gehabt, dass wir eigentlich im letzten Jahr stand ich ja schon einmal hier und habe gesagt, es ist notwendig, dass die Miet- und Investitionskosten
in das Gesetz mit reingenommen werden und dass diese auch in die Schulgeldfreiheit übernommen werden. Das haben Sie damals nicht gemacht, wie immer. Diese Entscheidungen werden immer nur scheibchenweise getroffen. Und jetzt stehen wir halt schon wieder hier und sehen, aber jetzt werden Sie mit einbezogen, aber in unzureichendem Maße. Sie sind bei Investitionskosten sind bei angemieteten Schulgebäuden nicht eingeplant, sondern nur die Nettokaltmieten. Es wird wieder ein Gap geben. Wir werden wieder darüber diskutieren. Und auch die Frage der ortsüblichen Vergleichsmieten wird die Schulträger zukünftig beschäftigen. Und warum da die Mieten aus dem Jahr 2019 nicht zugrunde gelegt werden, erschließt sich mir nicht. Warum jedes Jahr ein neuer Antrag gestellt werden muss, erschließt sich mir auch nicht. Man muss den Schulen eine Sicherheit, eine langfristige Finanzierung geben. Es gibt keine Pauschale für die Neu- und Wiederbeschaffung höherwertiger Investitionsgüter. Ich denke, gut ist, dass Sie mit dem vorgelegten Gesetz den Weg für eine umfassende Finanzierung freigemacht haben. Auch die statistische Erhebung ist sicher eine sinnvolle Sache. Vielleicht kriegen wir dann bessere Antworten. Aber es wäre auch sinnvoll, statt überall Arbeitskräfte anzuwerben oder in anderen Ländern eher abzuwerben, wenn Sie die hier bereits in Deutschland Lebenden und in Ihrem Heimatland eine Ausbildung im Gesundheitsberuf gemacht hätten, in einer vertretbaren Zeit und in guter Qualität für die Arbeit in der Pflege qualifizieren könnten. Aber nein, es dauert ewig, bis die Ausbildung aus dem Ausland anerkannt wird, und es sind ungeheure bürokratische Hürden zu überwinden. Und Ihre Behörden sind nicht erreichbar. Ich habe heute noch einmal auf der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt nachgeguckt. Also, es liegt nicht an Corona, dass da immer noch steht, mit längeren Bearbeitungszeiten muss aufgrund des sich unvermindert fortsetzenden Anstiegs der Anträge gerechnet werden. Und die telefonische Erreichbarkeit ist nur eingeschränkt möglich. Vor Corona stand nämlich darauf, dass von jeglichen Anfragen abzusehen ist. Hat sich ja schon ein bisschen verbessert, aber es dauert ewig. Hier gibt es ein Reservoir an Fachkräften, das Sie nicht nutzen. Und ich denke, tun Sie endlich etwas, damit wir diese Fachkräfte im Gesundheitswesen, die dringend erforderlich sind, ihre Arbeit tun können, ihr Einkommen erwirtschaften können und hier auch in der Pflege tatsächlich eingesetzt werden können. Womit ich bei dem Gesetzentwurf aber meine massiven Probleme habe, sind die marginalen Beiträge für die angemessene, in Anführungszeichen, Sprachförderung. Warum haben Sie denn diese Stundenpauschale von 2,94 € tatsächlich in diesen Gesetzentwurf reingeschrieben? Das ist doch wirklich ein Witz. Damit kommen Sie nicht einmal auf den Mindestlohn, der ja sowieso schon sehr mindest ist für die im SGB II und SGB III anerkannten Fachkräfte für die Deutschförderung. Damit können Sie nicht einmal diese Fachkraft bezahlen. Was wollen Sie denn damit erreichen? Sie führen doch diese Träger der Altenpflegeschulen dazu, dass sie sich dazu in die Situation geführt werden, dass sie bei Leuten Lohndumping betreiben müssen. Ich finde das absolut unverschämt. Und wenn Sie jetzt noch sagen, ja, wir könnten ja in der Verordnung später einmal das anpassen an die steigenden Preise, ja, das heißt, jetzt wird erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr irgendwann einmal angepasst. Wir brauchen jetzt das Doppelte von diesem Betrag. Wann kommen Sie denn zu einer Anpassung über eine Verordnung, wenn Sie jetzt schon auf diesem geringen Betrag anfangen? Und leider musste ich ja die letzte Sozialausschusssitzung selber leiten, sonst hätte ich bei dem Argument von Frau Müller-Klepper und von Herrn Bocklet laut auflachen müssen. Beide teilten uns ja mit, hatten ja heute auch noch einmal Frau Müller-Klepper wiederholt, dass Sie jetzt auch eingesehen haben, dass dieser Betrag zu gering ist. Leider gäbe es aber der Haushalt nicht her. Sehr lustig. Sie diskutieren gerade über 12 Milliarden € Sondervermögen. Da haben Sie viel untergebracht, was auch nicht immer alles unmittelbar mit Corona zu tun hat. Wobei der Mangel an Pflegekräften, der hätte uns in der Corona-Krise sicher einiges erspart, wenn dieser Mangel nicht vorhanden gewesen wäre. Ich denke, dann wären wir in den Altenheimen sicher in einer besseren Situation. Die Schulleitungen sagen klipp und klar, sie brauchen das Doppelte an diesem Betrag. Und alles andere entwürdigt auch den hohen Anspruch, den eine solche Tätigkeit als deutscher Zweitsprachekraft hat. Und
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch noch einmal auf diese prekäre Situation der Lehrkräfte in der Weiterbildung hinweisen. Mit den geringen Honoraren lässt sich weder der Lebensunterhalt und schon gar keine Alterssicherung finanzieren. 55% derjenigen, die hauptberuflich in der Weiterbildung arbeiten, sind mindestens in einem der Kriterien Einkommen, Beschäftigungsstabilität, Beschäftigungsfähigkeit oder soziale Absicherung als prekär einzustufen. Und bei denen, die nicht hauptberuflich sind, sind sogar 85%. Also, sie tragen dazu bei, dass Menschen in eine prekäre Beschäftigung geschickt werden. Und ich finde, das ist wirklich skandalös. Und es ist auch erstaunlich, dass es in den betrieblichen und in den privat finanzierten Weiterbildungen bessere Arbeitsbedingungen herrschen als dort, wo es vom öffentlichen Dienst her oder von den öffentlichen Stellen her finanziert wird. Und somit und hier eigentlich von der Kontrolle und Steuerung der Parlamente unterliegenden Weiterbildung. Also da lässt sich wirklich von Working Poor im öffentlichen Auftrag sprechen. Und ich denke, ein weiterer Skandal ist, dass der Gesetzgeber sich bisher weigert, diese unwürdige Situation zu ändern, weil er sich weigert, eine klare Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Selbstständigen vorzunehmen, die sich eben genau auf diese Gruppe der Lehrkräfte in der Weiterbildung anwenden lässt. Das beschäftigt auch immer wieder Gerichte. Aber dass Sie die Schulen in diese Situation dazu bringen, Lohndumping zu betreiben, das finde ich mehr als schäbig. Und wir werden uns mit den Versäumnissen dieses Gesetzentwurfs sowie der allen anderen, die Sie auf den Weg bringen, zukünftig sicher zeitnah wieder beschäftigen. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei Ihnen auch. Als nächstes hat das Wort Frau Dr. Sommer. Sommer? Funktioniert doch. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Pflegeschulfinanzierung ist überfällig und notwendig. Und die Investitionskosten, darauf warten die alten Pflegeschulen schon lange. Die werden jetzt mit diesem Gesetz finanziert. Das ist auch gut so. Wir plädieren aber ein weiteres Mal dafür, wie auch in allen Stellungnahmen gefordert, dass die Instandhaltungskosten auch berücksichtigt werden. Daran hat die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen aber leider kein Interesse. Das ist schade für die alten Pflegeschulen. Unsere Vorschläge dazu haben sie im Ausschuss kategorisch abgelehnt. Auch den Beantragungszeitraum auf 2 bis 3 Jahre zu erweitern, lehnen Sie ab, da es haushalterisch nicht möglich sei. Das stimmt. Doch hätten Sie ja die Möglichkeit, dies als Rechtsanspruch im Gesetz zu formulieren. Beim Sonderfonds sind Sie ja auch nicht so zimperlich und brechen das Jährlichkeitsprinzip. Das heißt, wenn Sie wollten, dann könnten Sie. Also wollen Sie nicht, meine Damen und Herren. Gleiches gilt dann auch für die Sprachförderung. Die 2,94 € sind schon angesprochen worden. Die sind nicht kostendeckend. Und da möchte ich Sie auch noch einmal darauf hinweisen, in Ihrem Gesetz steht, die tarifliche Anpassung soll kommen bzw. ist festgeschrieben. Sie haben seit 4 Jahren die tariflichen Anpassungen scheinbar nicht mitbekommen. Das heißt, seit Inkrafttreten des Gesetzes gab es Tarifsteigerungen, und es wäre nur gesetzeskonform, den Beitrag jetzt anzuheben, meine Damen und Herren. Also für uns ist es unlogisch, es nicht zu tun. Sie haben es selbst in Ihrem Gesetz so festgeschrieben. Vor 4 Jahren war der Satz schon äußerst gering. Und wir fragen uns, wann Sie endlich Ihren eigenen Gesetzesanforderungen nachkommen wollen, meine Damen und Herren. Den Stundensatz zu erhöhen, das wäre nicht im Haushalt drin, so die CDU im Ausschuss. Das fand ich ja süß. Sie reden hier von Kannmöglichkeiten durch Verordnungen. Und auf der anderen Seite, das wäre ja nur eine minimale Aufstockung, die auch noch gesetzlich verankert und an Tarifsteigerungen gekoppelt ist. Und Sie begründen Ihre Ablehnung damit, dass nicht genügend Gelder im Haushalt dafür bereitstehen. Und dann reden wir hier auf anderer Seite über einen Schattenhaushalt in Milliardenhöhe. Das kann doch nicht sein. Konsequent ist Ihre Argumentationslinie jedenfalls nicht.
Im dritten Teil geht es dann um die Pflegestatistik. Ein solches noch weiterführendes Verfahren hatten wir 2017 schon vorgelegt und vorgeschlagen. Ihr Vorschlag ist nun wenigstens einmal ein Anfang. Aber inwiefern auf die Daten von den RPs, denn die sammeln die schon, zurückgegriffen werden kann, um den Aufwand der Datensammlung für die Schulen nicht unnötig zu übermannen, um auch Doppel- und Parallelstrukturen zu vermeiden. Hierauf hatte die Landesregierung keine Antwort. Aber die Landesregierung hat sich an der Aussprache zu ihrem Gesetz ohnehin mit keinem einen Satz beteiligt, meine Damen und Herren. Aber das verwundert auch nicht, denn die Pflege hatte scheinbar eine lange Zeit keine große Bedeutung im Sozialministerium, obwohl es eines der Zukunftsthemen ist. Denn 2012 wurde das Pflegereferat wegrationalisiert und erst einmal nicht originär wiederbesetzt. Und die Frage bleibt deswegen auch für uns nach wie vor, was macht Hessen, um den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten? Und man kann es auch nicht oft genug betonen. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist es, für genügend Personal zu sorgen. Ausreichendes Personal ist wichtig. Wir vermissen da einfach Taten bei diesem immensen Handlungsdruck. Und meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen auch noch einmal die Zahlen mitbringen bzw. Sie daran erinnern. Im Jahr 2017 gab es in Hessen 13.658 Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Wir benötigen 2035 20.097 Altenpflegerinnen mit einem demografiebedingten Erweiterungsbedarf von 6.439 und einem altersbedingten Ersatzbedarf von 5.679 Personen. Und noch ein paar Zahlen. 2018 gab es 2.102 Absolventinnen und Absolventen. Wissen Sie, wie viele nachgefragt wurden? 5.440. Das ist ein Gap von 3.417 gesuchten Fachkräften. Und das zeigt deutlich, dass die Ausbildung forciert werden muss. Die Ausbildung und die Rahmenbedingungen müssen endlich attraktiver gemacht werden. Und die Pflege klagt ja nicht seit gestern. Personalmangel, schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Bezahlung. Pflege ist Bezugsarbeit, und die braucht vor allen Dingen verbesserte Arbeitsbedingungen, Reduzierung des bürokratischen Aufwandes, sodass der Pflegealltag entlastet wird und endlich mehr Zeit für den Menschen da ist, meine Damen und Herren. Und neben den Forderungen für mehr Zeit in der Pflege geht es um Einhalt von Arbeitsrecht, Arbeitsschutz und Arbeitszeit. Da wollte ich Ihnen nur noch einmal mitteilen, wer die Aufsichtsbehörde ist. Können Sie sich das vorstellen? Das zuständige Ministerium ist das Hessische Sozialministerium, meine Damen und Herren. Und die SPD wird sich auch weiterhin für die gute und sichere Arbeitsbedingungen im Pflege- und Gesundheitswesen einsetzen, und zwar im Interesse des Personals, der Pflegebedürftigen und der Angehörigen. Und da vermissen wir eben die Initiative des Sozial- und Gesundheitsministers auch hier in dem vorgelegten Gesetz. Ich habe es schon in der ersten Debatte gesagt. Teil 3 wäre prädestiniert dafür. Da geht es um Pflegeberufe, um Ausbildungsbedarf und Ausbildungsangebot. Aber Sie packen es nicht an. Und gerade in der COVID-19-Pandemie haben Pflegekräfte alles, wirklich alles dafür gegeben, dass die Situation gut überstanden werden kann, haben sich Tag für Tag Gefahren ausgesetzt. Sie leben vor, was Solidarität heißt. Und ich möchte an uns alle appellieren, klatschen reicht nicht. Anerkennung ist wichtig und bleibt aber ohne Wert, wenn sie nicht in konkrete Verbesserungen mündet. Für jeden von uns ist es wichtig, dass es viele gibt, die gerne in der Pflege arbeiten. Wir haben alle ältere Angehörige, werden selber alt, brauchen vielleicht später selber mal Pflege. Und deswegen kämpfen wir weiter für die Anliegen der Pflege. Ich hoffe daher, dass es nicht bei wohlfeilen Worten der Corona-Pandemie bleibt, sondern dass Taten folgen und die Pflege endlich Rahmenbedingungen, die Anerkennung und Unterstützung bekommt, die sie verdient. Denn es gibt nichts Verantwortungsvolleres als den Dienst am Menschen, meine Damen und Herren. Bei dem Gesetz können wir uns nur enthalten, weil es, wie ich aufgezeigt habe, genügend Änderungspotenzial gibt. Sie hätten diese Aspekte
und zwar mit wenig Anstrengung, mit ganz wenig Anstrengung aufnehmen können, ändern können. Sie könnten, aber sie wollen nicht. Das muss man klar und deutlich sehen und sagen. Und man muss auch noch einmal bei all unseren Debatten dieser Tage sagen, dass es verstohlen ist, zu sagen, es läge am Geld. Am Geld, meine Damen und Herren, liegt es nicht. Besten Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Ich habe jetzt hier, Herr Bocklet, etwas liegen. Da steht Tagesordnungspunkt 4. Trotzdem dürfen Sie jetzt reden, auch wenn der morgen erst drankommt. Aber Sie müssen morgen einen neuen Zettel abgeben. Sie haben das Wort. Schon als Anmeldung für morgen. Herr Präsident, danke schön für die Rücksicht. Alles gut. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Dr. Sommer, Sie haben endlich applaudiert die SPD mir mal. Ich glaube, ich würde das jetzt öfters einbauen. Am Abschluss meiner Thesen werde ich dann immer Dr. Sommer sagen, dass Sie dann noch applaudieren. Das probieren wir jetzt gleich einmal. Frau Sommer, wenn Sie tatsächlich so überzeugend diese Gesetzeslage kritisieren, dann lassen Sie mich noch einmal einen Satz sagen. Es gibt auf Bundesebene ein Pflegeberufsgesetz, das geregelt hat, wie man die Sprachförderung und wie man die Mieten fördert. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie das kritisieren, wie armselig das alles ist. Denn es war Ihre Bundesregierung, die weder die Sprachförderung berücksichtigt hat, noch die Mietbezuschussung. Und da haben Sie recht, da haben Sie sich selbst eingesetzt, aber Sie sind offensichtlich mies gescheitert in Ihrer eigenen Bundesregierung. Aber hier den Löwen raushängen lassen wollen. Frau Dr. Sommer, Frau Dr. Sommer, Frau Dr. Sommer, jetzt erwarte ich aber einmal den stehenden Applaus. Das hat sie doch toll gemacht, oder? Hat hier kritisiert, was da alles fehlt und wie schlecht das gemacht wird. Und wer hat denn die Lücke gelassen im Bundesgesetz, liebe Genossinnen und Genossen? Die Lücke im Gesetz haben wir, was wir hier heilen, Herr Kollege Thorsten Warnecke, die Lücke, die wir hier heilen, haben Sie erst angerichtet. Und das ist die Wahrheit, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herr Bocklet, ja, so lassen Sie, hallo, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dr. Sommer zu? Nein. Nee, die hat schon genug Applaus bekommen heute. Ja. Wir halten doch noch einmal fest, das Bundesgesetz hat vergessen, dass die Pflegeschulen ihre Investitions- oder die Mietkosten bezuschusst bekommen. Frau Dr. Sommer, haben Sie das vernommen? Das hat Ihre Bundesregierung vergeigt, dass die Mietkosten mitgefördert werden. Und zweitens, dass die Sprachförderung stattfindet, hat sie auch nicht bedacht. Ei der Daus. Aber dann hier die Backen aufblasen. Und hier die Backen aufblasen und sagen, es sei nicht auskömmlich finanziert. Ich finde, das ist wirklich irrlichternd. Das ist irrlichternd, das muss man so sagen. Und beides holt die Hessische Landesregierung jetzt nach. Beides holt die CDU und Grüne in Hessen holen das jetzt nach. Ja, Herr Kollege, genau, das holen wir jetzt nach. Deswegen, diese Finanzierungslücke muss geschlossen werden, steht so im Gesetz, Herr Kollege. Ich lese es Ihnen gerne vor. Und deswegen soll auf die Pflegeausbildung ausgeweitet werden. Und deswegen werden wir auch die Mietkosten zuschussen und die Sprachförderung. Und Frau Müller-Klepper, die wie immer eine hervorragende Rede gehalten hat, herzlichen Dank, voller Fachkompetenz. Vielen Dank für Ihre Rede. Die sagt eigentlich alles zu diesem Thema. Hat auch gesagt in Ihrer Rede, wenn Sie gut aufgepasst haben, da es tatsächlich Haushaltsrecht gibt, muss man beachten, ob wir die Erhöhung aus der Portokasse bezahlen können oder in den Haushalt anstellen. Wir sind in der Tat, wenn mehrere Anzuhörende das sagen, dass wir das anheben sollten, dann werden wir darüber uns intensiv auch prüfen, wie wir das im Haushalt noch darstellen können. Wir sind dafür ergebnisoffen, und das machen wir auch. Frau Müller-Klepper hat es schon gesagt. Ich wiederhole das gerne hier auch. Die Verordnung ist in der Verordnung, kann man das regeln, und das glaube ich, bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Aber ich will noch einmal sagen, dass ich meine, gut, zur Geisterfahrt vom Kollegen Pürsün sage ich, also Sie reden immer zum Thema, aber zur Altenpflege und was ich da noch mal, schon immer mal sagen wollte, zur Altenpflege, das ist ein gutes Recht, hier gilt das freie Wort. Doch, lieber Kollege Pürsün, das kann ich, weil das ist eine volle Geisterfahrt, was du erzählst, was Altenpflege schon noch nie passiert ist und passieren sollte. Wir reden heute über diesen Gesetzentwurf, und in diesem Gesetzentwurf werden zwei Punkte geregelt, nämlich die Frage, wie wird Sprache gefördert und Mieten bezuschusst. Und darum geht es, und du hast über alles geredet, nur nicht über das. Und deswegen halte ich mal fest, das regeln wir heute tatkräftig. Die Hessische Landesregierung und die CDU und Grünen, wir beschließen heute, dass die Mietkosten bezuschusst werden, und wir regeln auch, dass die Sprachförderung, die immens wichtig ist in diesem Bereich,
berufsbezogen und auch integriert stattfinden wird. Ich freue mich auf deine Zustimmung, lieber Kollege. Du hast am selben Tag wie ich Geburtstag. Eigentlich müsste dir auch an diesem Tag so geschienen haben, dass du uns vielleicht mit diesem Lichtlein, was dir aufgegangen ist, auch zustimmen kannst. Herzlichen Dank. Ich glaube, der Geburtstag ist noch gar nicht so lange her vom Janke. Also auch herzlichen Glückwunsch an den Kollegen Bocklet. Ich habe keine Wortmeldung mehr zu diesem Thema, doch ich habe eine Kurzintervention, und zwar Frau Kollegin Dr. Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Markus Bocklet, ich wollte doch noch einmal sagen, dass die Punkte, die Sie jetzt genannt haben, dass ich die so überhaupt nicht kritisiert habe. Und wenn Sie mir zugehört haben, habe ich auch am Anfang gesagt, dass die Pflegeschulfinanzierung wichtig ist und dass das jetzt endlich finanziert wird, dass das auch gut so ist. Und da gibt es eine Lücke, unbestritten. Worauf es mir ankam, waren erstens die Instandhaltungskosten, die nicht berücksichtigt wurden und die vor allen Dingen von allen Stellungnahmen ausgingen. Was ich aber noch einmal ganz konkret sagen wollte, und da hätten Sie Frau Müller-Klepper vielleicht auch zuhören sollen, denn die Sprachförderung, da ist tatsächlich Hessen Vorreiter gewesen, und das ist wirklich ein Fund, was Hessen hier gemacht hat. Kein Thema, das habe ich auch nicht gemeint. Aber Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf, unbenommen, was der Bund gemacht hat, Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf geschrieben, dass die tarifliche Anpassung, also wenn eine tarifliche Anpassung kommt, dass dann die Sprachförderung angepasst wird. Und jetzt sagen Sie mir mal, das Gesetz ist 2016 in Kraft getreten, seitdem gab es keine tarifliche Erhöhung mehr. Nein? Also hätte man doch das Gesetz nutzen können, um genau jetzt diese tarifliche Anpassung auch umzusetzen. Das haben Sie nicht getan. Und das, Herr Bocklet, das war mein Kritikpunkt. Und ansonsten können wir uns immer gerne darüber austauschen, wie die Pflege in Hessen besser unterstützt werden kann. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Möchte der Kollege replizieren? Ja, du. Das sagen wir so bei Gericht, replizieren. Die Argumentation von Frau Kollegin, Achtung, klatschen, Dr. Sommer, ist nicht völlig falsch. Es hätte angepasst werden können. Und wir können natürlich das aber auch trotzdem weiter anpassen. Das Gesetz sagt ja ausdrücklich, dass man in Verordnungen dieses auch angemessen anpassen kann. Und ich habe ja auch gesagt, dass das passieren kann. Nur kann man es mit dem Gesetz, das soll ja möglichst schnell in Kraft treten, braucht man auch einen Haushaltstitel. Und wenn man den noch nicht hat, muss man darauf warten, dass man einen bekommt. Und das ist ein parlamentarisches Verfahren, das sollten Sie als Opposition auch wissen. Vielen Dank. Der Staatsminister, Herr Klose, hat das Wort. Moment, Moment, Herr Klose. Sie wollten mir nicht aufzufahren diese Woche, also jetzt aber mal langsam, gell? Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Sie sehen, ich lerne dazu an dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben. Von daher alles gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zweite Lesung des Gesetzentwurfs zur Finanzierung der Pflegeschulen. Und auch hier, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir in dieser Woche machen, um in einem Bereich, der wirklich über Jahre auch kontrovers diskutiert war, einen wirklichen Schritt voranzukommen. Es ist angesprochen worden, dass der Bund mit dem Pflegeberufe-Reformgesetz 2017 die Ausbildung in den Pflegeberufen umfassend novelliert hat. Und eine der wichtigsten Änderungen war, und ich glaube, da gab es auch einen großen Konsens darüber, die zuvor getrennten Ausbildungen für die Bereiche Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu einer generalistischen Ausbildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau oder Pflegefachmann zusammenzuführen. Was das Pflegeberufegesetz des Bundes darüber hinaus regelt, ist die finanzielle Ausstattung von Pflegeschulen eben über den Pflegeausbildungsfonds. Und dazu haben wir ja im vergangenen Jahr auch hier im Landtag das entsprechende Sondervermögen errichtet. Allerdings, und auch das wurde schon besprochen, ist eine Regelungslücke in einem wirklich wichtigen Bereich entstanden. Im Bundesgesetz hat nämlich eine Bestimmung
gefehlt, nach der die Miet- oder Investitionskosten für die Räumlichkeiten auch der Pflegeschulen übernommen werden. Und das ist in der Tat ein Problem, denn es gefährdet die Schulgeldfreiheit, die wir alle wollen, wenn die Pflegeschulen finanziell nicht entsprechend ausgestattet sind. Und deshalb handelt die Hessische Landesregierung hier mit diesem Gesetz. Und die Krise der letzten Monate hat uns ja einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, einerseits junge Menschen für eine Ausbildung, genauso aber auch ältere Menschen für eine Umschulung in die Pflegeberufe zu gewinnen. Und da ist die reine Schulgeldfreiheit das eine. Sie muss aber eben einhergehen mit einer angemessenen räumlichen Ausstattung für den theoretischen und praktischen Unterricht, sonst läuft sie zwangsläufig ins Leere. Deshalb wollen wir die Vereinbarungen der Ausbildungsoffensive, die die konzertierte Aktion Pflege von Bund, Ländern und Leistungserbringern formuliert hat, umsetzen. Und deshalb erstatten wir angemessene Mietkosten, genauso aber auch Zinszahlungen. Und so kann dann auch diese neue Ausbildung umgesetzt und die Schulgeldfreiheit darüber abgesichert werden. Wir in Hessen gehen aber noch darüber hinaus. Und seit 2016 besteht für Auszubildende im Bereich der Altenpflegehilfe und der Altenpflege die Möglichkeit, sich zusätzlich für eine ausbildungsintegrierte berufsbezogene Sprachförderung anzumelden. Und wir wissen, wie wichtig gerade in diesem Bereich gerade auch die Kräfte aus dem Ausland sind. Und deshalb haben sich unsere Sprachfördermaßnahmen in der Altenpflegeausbildung so bewährt, weil sie dafür sorgen, dass wir Bewerberinnen und Bewerber bis zu ihrem Berufsabschluss begleiten können, und zwar auch solche, die sonst wahrscheinlich aufgrund sprachlicher Defizite auf dem Weg gescheitert wären. Deshalb dehnen wir mit diesem Gesetz die Unterstützung auf die neue Ausbildung in den Pflegeberufen insgesamt aus. Und natürlich bleibt die Sprachförderung für die weiterbestehende Altenpflegehilfeausbildung und die laufenden Kurse in der Altenpflegeausbildung genauso selbstverständlich erhalten. Wir stellen so sicher, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder fachsprachlichen Defiziten – und das ist eine Gruppe, die bereits heute einen großen Teil der Beschäftigten in der Altenpflege ausmacht – auch künftig den Weg in die anspruchsvolle neue Pflegeausbildung findet und während ihrer Ausbildung unterstützt werden kann. Und lassen Sie es mich an der Stelle ganz deutlich sagen, wenn Pflegeschulen trotz Schulgeldfreiheit ungedeckte Kosten haben und dadurch Interessentinnen und Interessenten für eine Ausbildung in den Pflegeberufen wegen nicht ausreichender Sprachkenntnisse von dieser Ausbildung absehen oder die Ausbildung abbrechen müssen, dann geht das zulasten der dringend notwendigen Ausbildungskapazitäten, die wir brauchen, und das wollen wir nicht. Und deshalb müssen wir die Finanzierungslücke, die der Bund leider gelassen hat, schließen und die bewährte Sprachförderung in der Altenpflegeausbildung auf alle Pflegeausbildungen ausweiten. Genau das ermöglicht dieser Gesetzentwurf. Und die Anhörung hat ja belegt, dass die Verbände den Gesetzentwurf und insbesondere die Sprachförderung für die neue Pflegeausbildung ganz ausdrücklich begrüßen. Diese positive Reaktion auf den Gesetzentwurf freut mich außerordentlich, wenngleich ich nicht verhehlen will, dass wir selbstverständlich die vorgetragene Kritik an der Höhe der Stundenpauschale zur Sprachförderung ernst nehmen. Und genau deshalb ist bereits im Gesetzentwurf eine Anpassung der Pauschale durch Rechtsverordnung ausdrücklich ermöglicht. Und das macht klar, der im Gesetz aufgeführte Betrag muss eben nicht abschließend sein. Und ich bin sehr optimistisch, dass er auch nicht abschließend sein wird. Meine Damen und Herren, wie dringend gute Pflegekräfte in unserer Gesellschaft gebraucht werden, weiß gerade im Juni 2020 wirklich jede und jeder. Deshalb müssen wir auch die Ausbildungsstrukturen sichern. Weniger Ausbildungskapazitäten in einem solchen Engpassberuf wollen und können wir angesichts des längst bestehenden Fachkräftemangels und des künftigen Bedarfs, den uns der Hessische Pflegemonitor prognostiziert, nicht hinnehmen. Dieser Gesetzentwurf ist ein wichtiger Baustein, um die pflegerische Versorgung unserer älter werdenden hessischen Bevölkerung sicherzustellen. Ich will vielleicht abschließend noch einflechten, dass ich mich schon über die Begeisterung freue, die hier in den unterschiedlichen Redebeiträgen jetzt abschließend noch einmal für das
Sondervermögen zum Ausdruck gekommen ist, gerade auch von SPD und Linker, also abweichend vom Jährlichkeitsprinzip, Geld zuhauf und übrigens von wegen Wertschätzung für die Pflege. Der Landesanteil am Pflegebonus, der ist auch Teil des Sondervermögens. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dem Gedanken vielleicht doch noch einmal näher treten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor, sodass wir am Ende der Debatte über die zweite Lesung sind. Der Präsident sagte mir eben, frag doch mal, ob wir das jetzt schon abstimmen können. Die parlamentarischen Geschäftsführer sind alle im Raum und keiner nickt falsch, sondern alle richtig. Dann stimmen wir jetzt darüber ab, weil wir hatten ja eine andere Vereinbarung. Deshalb taste ich mich an das Ergebnis heran. Okay. Hiermit ist die Debatte beendet über die zweite Lesung zu 2990-2650 aus der 20. Legislaturperiode. Ich frage, wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung gibt. Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die AfD, die FDP, die CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Sozialdemokraten und die Linke. Damit ist das Gesetz erstens angenommen, und zweitens wird es hiermit zum Gesetz erhoben. Vielen Dank, dass wir das jetzt schon sozusagen abräumen konnten. Sie wissen, wie ich das meine.